Die Kärntner Elektrizitätsaktiengesellschaft liefert sauberen Strom, der vorwiegend aus Ökostromanlagen und heimischer Wasserkraft kommt. Auch entlang der Mürz betreibt die KELAG 9 Kraftwerke, die von den Stadtwerken Kapfenberg betreut werden. Um die Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie zu erfüllen und das ökologische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, waren nun Umbauten an den Fischaufstiegshilfen notwendig. Also diese Fischaufstiegshilfen waren ursprünglich für den Leitfisch Esche ausgelegt und müssen nun für den Huchen, der als neuer Leitfisch definiert wurde, umgebaut werden. Der Huchen ist etwas größer und damit waren die Fischtreppen etwas zu klein ausgelegt. Die Wassermengen waren auch zu klein, die darüber abgegeben wurden. Deshalb entweder Neubau oder Adaptierung der bereits existierenden Fischaufstiegshilfen. 1,5 Millionen Euro werden in die wasserbaulichen Vorrichtungen investiert, die den Fischen und anderen Kleinlebewesen das Umgehen der Kraftwerksanlage ermöglichen und den natürlichen Lebensraum so wenig wie möglich einschränken. Und das, obwohl durch die geänderten Bedingungen etwas weniger Wasserdurchfluss für die Stromerzeugung zur Verfügung steht. Das ist es uns wert, um im Sinne der Umwelt sauberen Strom aus Wasserkraft erzeugen zu dürfen. Bis 2018 sollen alle 9 Fischtreppen fertiggestellt sein. 6 davon in der sogenannten halbtechnischen Bauweise. Das ist eine Mischung aus den ursprünglich errichteten Dümpelpässen aus Steinschlichtungen, wie man hier sehr schön sehen kann, wobei die Trennwände hier ebenfalls aus Fertigteilen bestehen. Die technische Fischaufstiegshilfe besteht zur Gänze aus Beton und wird nur dort eingesetzt, wo die Natur zu wenig Platz bietet. Aber in beiden Fällen müssen die vorgegebenen Richtlinien eingehalten werden. Wir orientieren uns bei der Planung nach einem Leitfaden. Der wird dann in die Planung eingebracht und da in dem Fall ist es so rausgekommen, dass das Beck mindestens 2,40 Meter lang sein muss und dass sich die unterschiedlichen Wasserspiegel pro Becken ca. 15 cm sind. Dadurch ergibt sich ja Gesamtlänge. Ich glaube, wir haben da über 100 Meter und die muss er dann hinaufschwimmen nach oben. Ja. Zwischendurch kann er sich ein bisschen auslassen. Ja, in den Ruhebecken hat er ein bisschen Zeit. Wir haben auch noch größere Ruhebecken drinnen, wo natürliche Lebensräume geschaffen worden sind, wo Wurzelstöcke von Bäumen, die was wir da ausgegraben haben, drinnen gelagert sind und so. Das ist eigentlich alles vorgesehen. Oder? Die KELAG hat ihren Auftrag erledigt. Nun ist es Auftrag des Huchens, die Fischaufstiegshilfen auch zu nutzen.